Mama, gibt's noch Kaffee? Ha, den machst du mal schön selber. Hey und herzlich willkommen. Pünktlich zum Freitag gibt es selbstverständlich ein neues Update über unseren Anhänger. Kommt mal mit rein, ich zeige euch, was los ist. Ah ja, ich kann nur so viel sagen, die Seilwinde funktioniert, ihr werdet sie gleich sehen. Als allererstes zeige ich euch unsere geile Lichtanlage. Und zwar, wir haben einmal hier hinten zwei LED-Strahler angebracht, links und rechts. Ah, und bevor ich es vergesse, der Grümmer von der Schwalbe ist immer noch fest. Falls ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, guckt mal hier oben in das Infokästchen. Ich glaube hier oben oder hier oben. Auf jeden Fall leuchtet auf, ja? Und dann seht ihr, haben wir hier die Stromkabel im Rahmen verlaufen. Und natürlich, falls die Elektriker unter euch zuschauen, mit Kantenschutz. Darauf haben wir natürlich geachtet. Dann läuft das vor. Es war ein riesen das zu verkabeln durch den Rahmen. Kommt hier vorne raus. Und hier vorne sind die nächsten zwei Strahler. Die leuchten dann. Hier vorne soll ja auch Stauraum werden. Und das soll dann alles eben beleuchtet werden. Die hinteren zwei leuchten auf den Rennwagen. Und die vorderen zwei leuchten auf die Seilwinde. Jetzt kommen wir auch zur Seilwinde weiter. Ah ja, genau. Und die Lichter angemacht werden durch einen Raketenknopf vorne. Da macht man dann so eine rote Sicherheitskappe weg. Und dann legt man so einen Kippschalter auf. Okay, jetzt zur Seilwinde, zu dem allerbesten. Da habt ihr jetzt ja echt lange drauf gewartet. Und zwar, ich habe das jetzt gerade mal angeschlossen. Und ich zeige euch mal, wie man damit jetzt umgeht. Also dieser Hebel wird umgelegt. Dann gehen wir hin und können das rausziehen. Vorgehen, legt den Riegel um und dann gibt es einmal eine manuelle Fernbedienung und eine Funkfernbedienung. Das hier ist jetzt die manuelle Fernbedienung und jetzt will ich einfach mal, dass ihr auf den Klang von der Seilwinde hört, wie kräftig die ist oder ob ihr die kräftig findet. Ganz im Ernst, gibt es was Geileres als die Seilwinde? Mega cool, ey. Ja, jetzt mache ich natürlich noch den Minuspol von der Batterie ab, den schwarzen, damit die Batterie sich einfach nicht entlädt, wenn wir sie nicht brauchen. Und wenn wir sie brauchen, mache ich schwarz mal als erstes wieder drauf. Und eben da kommt dann noch so ein Stromunterbrecher, so ein Knochen. Also das war natürlich das Freitags-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt dran, lasst doch mal ein Abo da. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr hier oben oder hier oben Videos sehen. Hier einmal von der Rennstrecke und hier einmal, wie es mit der Seilwinde angefangen hat. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Schönen Freitag noch. Ciao. Ja, das machen wir aber nicht mit unseren Autos. Ja, warum?